So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist jetzt Take 3 von mir. Ich nehme jetzt wieder meine Digitalkamera, weil meine Handykamera jetzt zweimal abgebrochen ist mittendrin. Dafür habt ihr jetzt ja wieder super Qualität. Also wir sind jetzt hier gerade im großen Becken, wo ja mehrere Jungtiere drin sind. Und zwar sind das ja drei Würfe. Und die drei Würfe sind jetzt auch nur durch einen weiteren Wurf gewachsen. Ihr seht es vielleicht hier schon, hier sind noch so ein paar kleinere. Und wo ist da das beste Beispiel? Ja, nicht auffindbar. Ich hatte festgestellt, dass aus den verschiedenen Würfen auch noch kleinere Tiere da waren. Und dann habe ich mich dafür entschieden, den roten Hafenplakat war das, glaube ich, ja, mit hier reinziehen zu lassen. Ihr seht ja, da sind nur ein paar kleine, der sucht da gerade noch ein bisschen da im Kies rum. Und jetzt sieht man natürlich schon ziemlich viele Farben. Also es ist rot, es ist Multicolor, es ist blau. Ich habe auch irgendwelche Copper-ähnlichen, also die schon sehr schön aussehen. Da ist er zum Beispiel einer, der hat so eine schöne Flossen, also ich hoffe, dass ein Männchen wird, wäre sehr schön. Ja, also bunt gemischt. Ich habe auch gesehen, dass eines meiner Zuchtziele auch erreicht wurde. Es ist ein Mustard Gas auch drunter. Ich glaube sogar zwei Mustard Gas Männchen. Also das ist schon mal sehr gut. Also da habe ich mich schon gefreut, als ich den gesehen habe. Genau, also ich habe gesagt, dass hier jetzt ein zweiter Wurf mit drin ist. Ihr seht ja, da sind zwischendrin auch mal ein paar ganz kleine. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Ich hätte das jetzt nicht gemacht, wenn alle in dieser Größe gewesen wären. Das nochmal zu verdeutlichen. Ich wollte ja mit diesen Becken ein Experiment wagen, ob man mehrere Würfe von ähnlichen Zeiten, beziehungsweise jetzt ist ja einer ein bisschen jünger, zusammenhalten kann, um so auch natürlich Ressourcen zu sparen, weil man dann einfach nur ein Becken füttern muss mit Artemia und Kleinstlebewesen und nicht zwei oder drei oder vier in dem Fall jetzt, ja, weil man ja dann das schlechter aufteilen kann und in dem einen ist dann zu viel Lebendfutter, da stirbt die Hälfte, in dem anderen ist zu wenig etc. Das ist halt der Grund gewesen, also nicht irgendwie um irgendwas billiger zu machen oder so, das keinesfalls. Das Becken ist ja groß genug, also da verläuft sich die Menge auch. Und ich habe auch schon separiert, also das auch nochmal der Hinweis, zeige ich euch gleich. Ich habe die separiert, die so circa anderthalb, zwei Finger lang waren. Also wenn man das mal so vergleicht, ne? Da ist zum Beispiel einer, den könnte ich jetzt auch wieder separieren. Und hier durch das Video sieht das irgendwie so kahl aus, aber ich habe auch die Pflanzen ausgedünnt das letzte Mal. Da gucke ich gerade, ob ich nochmal neue organisiert bekomme oder ob ich noch andere Pflanzen reinmache oder wie ich das allgemein mit dem Lichtband hier löse, weil das ist ziemlich dunkel. Selbst die Pflanzen, ja, werden halt irgendwie nichts. Ist aber nicht so schlimm, weil die wachsen dann relativ schnell in den anderen Becken nach. Also ist natürlich kein Problem dann darstellt. Ich habe in dem Becken aktuell 30 Grad, eine neue Heizung eingebaut. So ein Filter jetzt noch. Ihr seht ja, der ist noch ein bisschen dreckig. Der ist dafür da. Den schalte ich bei Bedarf ein, wenn ich Artemia fütter und es sind so viele Eierschalen mit reingefallen. Dann nehme ich den einfach, um dieses Zeug anzusaugen, weil ich festgestellt habe, das sammelt sich dann irgendwo da hinten in der Ecke und das ist halt nicht so prickelnd beim Saubermachen, wenn man dann überall die Eierschalen hängen hat und es ist halt ja, mühselig, die dann rauszukriegen. Genau, also ihr seht ja, die suchen hier recht viel. Wenn ich jetzt das doppelt sage, tut mir leid, aber ich habe jetzt schon das dritte Mal ja gestartet. Dann seht ihr ja bei dem Holz, da bildet sich überall so ein bisschen Flaum, so ein bisschen Algen. Weiß nicht so recht, was es darstellen soll. Also ich denke mal eher so Algenwuchs auf den Stein ebenso. Das hat natürlich den Vorteil, dass gerade die kleinen Fische sich nicht nur darunter verstecken können, sondern auch daran dann die Lebewesen fressen können, die sich darauf bilden. Also da bilden sich ja im Becken immer ganz viele Kleinstlebewesen.
Die sieht man mit dem bloßen Auge manchmal gar nicht. Wenn ich an die Scheibe gucke, sehe ich auch ganz viele kleine Lebewesen, die sich da tummeln. Und ihr seht, diese Höhlen werden auch gut angenommen. Da verteidigt einer seine Höhle und wird halt auch zum Verstecken genutzt. Und auch zum Erkunden ist das eine ganz feine Sache, weil ich ja generell ein Clean Becken aufgezogen habe, bisher mit einem bisschen Pflanzenwuchs und mit einem Stein und Holz vielleicht, also eher so Laub drin. Und hier können sich die Tiere natürlich richtig austoben. Die finden dann zwischendrin nochmal irgendwie Futter, was dann, mal so drehen, na, was dann gefressen wird, oder ja, entdecken, wie gesagt, Kleinstlebewesen, was natürlich auch das Füttern an sich ergiebiger macht, weil die Tiere länger suchen müssen, länger was von haben. Genau, dann ist das Positive noch an diesem Becken, wie ich mir es gedacht habe, dass ich das weniger oft reinigen muss wie ein Clean-Becken. Hier tut der Mulm sich natürlich in das Ökosystem vom Bodengrund einmischen. Ich muss dann halt nur solche Inseln wie da hinten dann täglich reinigen. Aber halt der größte Teil ist halt, auch wenn hier unten noch ein paar Futterreste liegen, das stört nicht, das schnappen sich die Schnecken. Ich habe ja hier überall Spitzschnecken, die machen das sauber. Und so entsteht natürlich ein super Ökosystem. Und ich habe den Vorteil, dass das Wasser von der Qualität viel besser bleibt und ich nur noch einmal oder alle 2 Wochen den Wasserwechsel vornehmen muss, was natürlich auch für die Fische weniger Stress bedeutet. Genau, also dieser Versuchsaufbau läuft echt gut. Ich bin sehr zufrieden. Es kann natürlich immer besser sein und optimalsten ist natürlich, wenn man die einzeln aufzieht, dann alle paar Wochen nach Größe trennt und so weiter. Aber ich wollte das gerne mal ausprobieren, nicht weil es Low Budget dann natürlich ist, sondern auch um mir selbst das Fische arbeiten zu erleichtern. Warum, erfahrt ihr in einem separaten Video. Ich werde jetzt vielleicht noch ein, maximal 2 Würfe ansetzen. Dann ist auch schon meine Zuchtsaison erstmal bis Ende des Jahres erledigt. Also dann habe ich alle verpaart, die ich jetzt aktuell habe, die ich verpaaren wollte, um ein Zuchtziel zu erreichen. Und dann die Nachzucht wird dann halt auch erst Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann wieder verpaart. Also hier sind jetzt noch ein paar fancy Tiere drin. Ansonsten wird da nicht so viel Spannendes noch kommen. Also ich habe jetzt noch ganz viele Fancies zur Abgabe. Ja gut, was heißt viele, aber ein paar. Und auch noch ein paar Fische, die wirklich dringendst einen schönen Platz suchen. Also da könnt ihr auf Facebook gucken, da habe ich ein paar Bilder gemacht. Es fehlen noch ein paar, aber die meisten sind noch nicht groß genug. Die werden dann natürlich ungerner genommen. Dann sind welche kurzflossig, also da habe ich jetzt die hochgeladen, die gerade akut in Anführungszeichen Platz suchen. Genau, und dann wollte ich euch ja nochmal zeigen, welche ich separiert habe. Und die sind halt hier unten in dem Brett-Hafen-Plakat Ding, wo auch die Kopperdame, also diese Kopperdame da, die frisst irgendwie immer echt sehr viel und ja, und hat immer einen dicken Bauch. Aber da ist zum Beispiel ein Jungtier. Seht ihr ja schon, das wird ein Männchen. Das auch wahrscheinlich. Da auch. Und das ist auch ein Männchen. Das ist so ein bisschen koppermäßig. Und hier habe ich noch so einen, na, wo ist er hin, so einen hellen. Also ich habe die größten schon mal rausgefischt und ihr seht ja, die kriegen hier in dem Becken, das hat 60 Liter, das ist so nach hinten, da ist ein Lufthilfefilter, hinten ist nicht so viel Grünzeug, in der Mitte ist viel und vorne ist wieder etwas weniger. Huch. Die kriegen natürlich auch immer schön Futter und ihr seht auch, die roten haben sich sehr gut entwickelt. Es ist immer noch die Frage, ob das jetzt ein Männchen ist oder nicht, also ich gehe mal stark von aus, aber irgendwie ein friedliches Männchen, also... Ja, ich habe zwar einen Platz frei, aber ich sehe es jetzt auch nicht unbedingt ein, ihn jetzt zu separieren, wenn er keinen Stunk macht, weil diese Vereinigung oder dieses Becken ist natürlich besser als ein Sepa. Muss man ja immer noch mal betonen. Und ich habe jetzt gerade kein großes Becken für ihn frei, also die sind alle mit nach
Nachzuchten, also mit Nachzuchten besetzt, die irgendwie kein Zuhause finden, aber mal demnächst eins finden sollen. Also kann ich euch gleich auch noch zeigen. Und ja, ansonsten sind hier schon schöne rote Mädchen dabei und auch ein paar, wo man halt noch nicht weiß, ob es jetzt Männlein oder Weiblein wird. Hier ist halt das Männchen. Wenn sich da jemand findet, der den haben möchte, und so einen leichten Butterfly, kann sich natürlich direkt melden. Dann muss das Tier nicht in eine Separation und da warten, sondern kann er direkt dann in sein eigenes Becken. Genau, aber ihr seht, die haben keine Stressstreifen, die sind entspannt. Die zwei Mädels hier von den Copperwurf sind halt sehr gefräßig und die anderen Tiere aus dem Wurf entwickeln sich halt auch prächtig. Da sind auch ein paar schöne dabei. Ah, das ist glaube ich noch einer aus dem Copperwurf. Ja, aber hier kommt zum Beispiel einer an. Na, der ist schon schön rot. Ja, also sind viele Fische dabei, die demnächst abgabebereit sind. Wenn, also demnächst heißt so in 2-3 Monaten. Ich denke mal eher in 3, weil ich noch eine Prüfungszeit habe zwischendrin. Genau, aber da könnt ihr ja schon mal ein bisschen gucken, ob ihr sowas Multicolor-mäßiges wollt oder nicht. Oder ja, da ist zum Beispiel noch einer. Diese Multicolor, diese rot-blauen, gebe ich auf jeden Fall ab. Weil die sich natürlich im Aquarium auch immer schön machen, muss man ja auch mal sagen. Wobei, das ist auch eine Nachzucht von dem oben. Dann einer von dem Copperwurf. Auch ein schönes Tier. Muss nur scharf werden. Na. Okay, da kommt die Kamera nicht hinterher. Aber was ich eben gemeint habe mit den... Achso, hier sind so 23, 24 Grad drin. Können wir mal gucken. Ja, 23 sind aktuell. Kann ich mal zeigen. Hier ist zum Beispiel noch ein Abgabetier, das jetzt in so ein einzelnes Becken gekommen ist. Der hat hinten halt sich verletzt. Ist aber auch eigentlich ein sehr schönes Tier. Und der hat sich einmal oben an der Flosse verletzt und einmal unten. Ist aus dem Copperwurf und ja, aus Copper oder Rot. Aus Rot entsteht manchmal Copper und die Farben sind halt nicht alle, sind halt alle aus diesen traditionellen Farben entstanden, aus diesem Rot-Blau, und natürlich fällt dann beim Copper manchmal auch dann ein rotes Tier und das ist einer. Und die Flossen wachsen halt nach. Ich weiß nicht, wo er sich verletzt hat, aber er ist jetzt halt ein neues Becken gewandert, wo halt zwar clean ist, aber halt Pflanzen drin. Fühlt sich da sehr, sehr wohl. Der sucht zum Beispiel. Ja, dann haben wir hinten natürlich unseren blauen, blau-roten. Der hat hier auch so ein... Also ich habe hier hinten nochmal 4 Clean-Becken freigemacht für die Abgabetiere. Der ist halt auch super schön. Kommt jetzt hier natürlich nicht so zur Geltung, weil ich jetzt hier nicht so das Licht habe. So, jetzt habe ich Licht. Den hatte ich auch fotografiert. Der sucht auch ein schönes Liebhaber zu Hause. Also es sind alles Liebhabertiere. Ich betone das nochmal. Ich habe zwar auch Abgabetiere, die für Züchter geeignet sind, aber halt keine Halfmoons aktuell. Und hier ist halt der schon sehr lange sucht. Und da ist er. Ich versuche ihn mal anzulocken. So, kleiner Mann. Hat wohl gerade Mittagsschlaf. Okay, er hat keinen Bock. Sonst ist er immer der Erste hier an der Scheibe, aber irgendwie will er sich gerade nicht präsentieren. Auf jeden Fall ist das der Blaue, den irgendwie auch keiner haben möchte. Der hat hier sein eingerichtetes Becken. Jetzt, wo das Wasser ein bisschen verdunstet ist, hat es keine 30 Liter mehr, also so 25. Aber er hat es halt schön eingerichtet. Genau, dahinter ist noch ein Black Copper. Der hat ein paar Flossenprobleme. Da ist er. Aber dem geht es auch wieder sehr gut. Der hat jetzt halt hier hinten ein bepflanztes Becken und das tut ihm richtig gut.
hat halt auch 30 Liter. Also das sind so die Tiere, die irgendwie abgegeben werden sollen. Hier hinten, das kann ich halt schlecht zeigen. Da ist der, den ich fotografiert hatte auch. Der ist auf Facebook, der ist vorne weiß und hinten schwarz. Der marbelt halt sehr. Ist aber auch ein sehr schönes schwarzes Tier. Wollen sich heute alle nicht zeigen. Und hier hinten, so, ist halt der, der Cello ist. Habe ich auch fotografiert auf Facebook. Die habe ich halt alle noch nicht auf der Webseite, aber ihr könnt trotzdem auf Facebook gucken, auch wenn ihr kein Facebook habt. Da seht ihr die Tiere trotzdem, dann schreibt ihr halt mir eine Mail über die Internetseite. Genau, und hier oben ist auch noch ein Abgabetier, das habe ich noch nicht fotografiert. Der ist auch in einem Clean-Becken. Der ist halt noch nicht so groß, ne? Das ist halt auch ein Zellotier, was wahrscheinlich schwarz wird. Und der hat halt hinten in den Flossen schon so schwarze Striche. Ja, und der ist halt noch relativ klein, aber wird halt auch ein schönes Tier werden. Der sucht halt auch. Ja, und da ich jetzt dann halt keinen Platz mehr hatte, sind die anderen in den Sepa-Boxen. Hier unten ist aber nicht so hell. Da ich noch ein Tier, was so den eben gezeigten ähnlich sieht, nur ein bisschen mehr Schwarz drin hat. Und hier auch noch ein Tier, den habe ich auch fotografiert. Das ist der mit dem hinten schwarz und der weißen Schuppenschicht. Das ist auch ein sehr schönes Tier. Ja, wird immer zwischendrin. Und dann habe ich hier noch ein wahrscheinlich weibliches Tier, wobei auch ein Männchen, in rot-blau. Auch noch relativ klein. Ja, aber ihr seht, ich habe ganz viele Tiere zur Abgabe, die noch nicht fotografiert wurden. Und ja, also ich würde mich melden, wenn sich jemand meldet. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet, so. Ansonsten war das jetzt erstmal ein Update, zwar jetzt ein bisschen länger, dass ihr auch mal einen Überblick habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich auch über Nachrichten. Ich versende jetzt wieder, also versenden ist jetzt wieder möglich. Alle Infos auf meiner Webseite unter Abgabetiere. Und wenn jetzt ein Tier gefallen hat, was jetzt noch nicht in der Webseite oder auf der Webseite ist, sagt man ja eher, dann meldet euch einfach. Ja, bis dann. Ciao.